herzlich willkommen bei Ausgewandert nach Thailand. Da ich immer wieder mal gefragt werde, mit welcher Kamera das ich filme und welche Software-Tools das ich verwende, dachte ich mir, ich mache zu diesem Thema ein separates Video. Da dieses Thema eigentlich gar nicht zu meinem Kanal passt, werde ich mich relativ kurz halten. Dennoch möchte ich eure Fragen beantworten. Als erstes schauen wir uns an, welches Video-Equipment und welche Software das ich verwende. Als zweites, in welcher Auflösung filme ich, in HD oder 4K. Als drittes, welcher Zeitaufwand benötige ich pro Video. Und als letztes zeige ich euch noch Videomaterial in 4K von meiner Kamera. Aber legen wir nun los. Meine YouTube-Videos erstelle ich mit der Sony FDR-X3000 Action-Kamera. Der Grund, warum ich mir ausgerechnet diese Kamera zugelegt habe, war die Größe und das Gewicht. Diese Kamera ist kleiner als eine Zigarettenschachtel und wiegt nur 114 Gramm inklusive Akku. Hinzu kam die Einfachheit der Bedienung. Nachdem du die Grundeinstellung vorgenommen hast, drückst du auf den Knopf und du hast ein Video. Logischerweise hat eine solch kleine Kamera auch Einschränkungen. Nichtsdestotrotz würde ich mir diese Kamera sofort wieder kaufen. Ihr müsst bedenken, hier ist es oft 35 Grad am Schatten und wenn ihr in der Sonne steht, dann wird es richtig lustig. Und das Letzte, wo ihr euch wünscht, ist kiloweise Video-Equipment mit euch herumzuschleppen. Daher habe ich mich für diese kleine Kamera entschieden. Meine Aufnahmen mache ich immer in Full HD, also mit einer Auflösung von 1920x1080 Bildpunkten. Die maximale Bildauflösung wäre jedoch 3840x2160 Bildpunkte oder anders ausgedrückt 4K. Unten seht ihr nochmals dargestellt, mit welcher Auflösung das ich filme und die Auflösung, die sie eigentlich könnte. Der Grund, warum ich nicht in 4K arbeite, ist folgender. Wenn ich 4K filmen würde, würde ich für 1,5 Stunden Videomaterial locker 64 GB Speicher gebrauchen. Natürlich kostet Speicher auch nicht mehr alle Welt. Aber mit mehr Speicher ist es leider noch nicht getan. Nach dem Dreh müsst ihr dann das ganze Videomaterial noch schneiden. Und genau dort liegt der Knackpunkt. Da mein Rechner aus dem Jahr 2013 ist, könnt ihr das schlicht und weg vergessen. Es wäre jetzt nicht so, dass es nicht gehen würde, aber ihr braucht Zeit und unendliche Geduld. Oder anders gesagt, wenn ihr vernünftig 4K-Material schneiden möchtet, dann braucht ihr einen Rechner aus dieser Zeit. Dennoch ist es mal interessant zu wissen, dass meine Videos, die ich auf YouTube publiziere, mit einem Viertel der möglichen Leistung aufgenommen wurden. Natürlich ist die Videokamera mal eins, aber da kommt doch noch einiges mehr dazu. Schauen wir uns das an. Also, gefilmt wird mit der Sony FDR-X3000. Für die Videostabilisierung verwende ich einen elektronischen Dreiachsen-Gimbal. Das heißt, wenn ich filme, habe ich den Gimbal und die Kamera dabei. Diese zwei Sachen wiegen keine 500 Gramm. Würde man jetzt mit etwas professionellerem filmen, müsstet ihr locker mit 1,6 bis 2 Kilo rechnen. Und hier sprechen wir mal ausschließlich vom Video-Equipment. Also, die Tonaufnahmen mache ich mit einem Mikrofon von Samson. Die Fotos schieße ich mit meinem Handy Nubia Z11. Bearbeitet wird das Ganze auf meinem MacBook. Den Videoschnitt mache ich in Final Cut Pro. Und für ein YouTube-Video benötige ich ca. 15 bis 25 Stunden. Also reine Bearbeitungszeit, Reise nicht mit eingerechnet. Je nachdem kann es dann auch schnell mal mehr werden. Ihr seht schon, das ist ein Hobby für Leute, die Zeit haben. Natürlich benötige ich noch weitere Tools für meine YouTube-Videos. Diese habe ich euch unten mal aufgelistet. Also, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, mit was für Equipment und mit welchen Tools das meine Videos entstehen. Nun zeige ich euch noch ein wenig Videomaterial in 4K, also in der maximalen Auflösung dieser kleinen Kamera. In diesem Sinne noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei Ausgewandert nach Thailand.